Für die Radstädter könnte heute ein Traum in Erfüllung gehen. Der Aufstieg in die Tennis-Bundesliga. Wir sind Landesmeister geworden heuer in der Landesliga A im Tennis. Und heute ist eben das letzte Aufstiegsspiel für die Bundesliga. Und mal schauen, was es hier gibt. Die Chancen stehen 50-50. Sehr viel wird sich entscheiden in den ersten drei Einzel. Und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt, der weitere Spieltag. Und heute schlägt das Herz einen Takt schneller? Ja, schon ziemlich. Ein bisschen nervös bin ich schon. Aber ja, gehört dazu, aber ich glaube, das ist nicht so schlecht. Ich glaube, das passt ganz gut. Wie hast du dich für heute vorbereitet? Ja, jetzt gut eingespielt und ja, hoffentlich wird es was für den Radstadt und dann schauen wir mal. Genau. Die Erwartungen sind sehr hoch? Ja. Und diese Erwartungen kann Lukas Neumeier in seinem Spiel auch erfüllen. Er gewinnt seine Partie klar mit 6:3 und 6:0. So, aus deiner Sicht, was ist der besondere Reiz am Tennis? Am Tennis, der Reiz, das ist einfach der Sportler, der Akteur muss sehr vielseitig sein. Er muss ein Ballgefühl haben, er sollte ein Sprinter sein, er muss eine Ausdauer haben. Man kann von vornherein nie sagen, wie der Ausgang des Spiels sein wird. Es geht um ziemlich viel für die Radstädter heute. Die möchten unbedingt aufsteigen in die zweite Bundesliga. Und ja, er selber ist momentan die aktuelle Nummer 30 in der ÖTV-Herrenranglisten. Und ja, spielt ITF-Turniere und ist schon bei den Herren allgemeine Klasse halt, hauptsächlich in Österreich. Aber Marco Moises verliert seine Partie. Und so ist die Spannung vorprogrammiert. Von der Papierform her sind eher die Linzer Favoriten. Aber wir hoffen, dass wir den Heimvorteil ein bisschen nutzen können, vielleicht mit dem Publikum im Rücken. Und dann schauen wir mal. Gerald Kamitz holt sich den ersten Satz klar mit 6:2. Doch Hutterer kämpft und holt sich den zweiten Satz. Der entscheidende dritte Satz geht dann an den Linzer. Und in Summe hat es dann doch nicht gereicht für die Radstädter, die aber den Kopf trotz Niederlage nicht hängen lassen. Was ist so dein persönliches Ziel? Natürlich an die Weltspitze, Top 10. Und das Schönste ist, wie Sie sagen, ist natürlich, wenn man das, was man selber als Hobby ausgeübt hat, wenn man das den Kindern weitergeben kann und die das dann auch ausführen. Ja. Es hat angefangen, glaube ich, wie 5 oder 6. Da ist, glaube ich, in der Schule einmal ein Zettel ausgestellt worden, Judo und Tennis. Und dann habe ich beides mal ausprobiert, einmal Tennis, einmal Judo und dann ist es Tennis geworden. Und vielleicht klappt es ja das nächste Mal.